ist recht lustig und in manche furchtbar fad. Da unten in der Stumpergassen, da ist heut was drin. Dort gibt's des Gschams der Diener und ich sag dir, dort musst hin. Es hat er immer offen und es gibt keinen Ruhetag. Ob Ostern oder Pfingsten, das ist doch gar keine Frage. Der Chef fragt oft persönlich, ob's der Tag hat oder nicht. Darauf gibt es gar keine Antwort, weil alles ist up to date. Das Gschamste Diener kann man nur empfehlen. Du kannst rund um die Uhr dir was bestellen. Vom Schnitzel bis zum Pfeffersteak, vom Gulasch bis zum Toast. Dazu ein gutes Trummerpilz, drum Mahlzeit und auf Prost. Die Leute sind ganz bunt gemischt, es gibt kein fades Gefries. Die Madeln von der Schwesternschule, die haben sogar einen eigenen Tisch. Der Hacker mit dem Professor, die spielen oft ein Bredel Schach. Die Kölner nett und freundlich, es gibt da nie einen Krach. Der Ernstl und die Monika, ja, die verstehen ihr Lokal. Es gibt einen Knass, Vernissage und sogar ein Zombie-Ball. Der Ober, der heißt Hans, ja, wie kann's auch anders sein? Und wenn's da einmal besoffen bist, er wird dir das verzeihen. Das Gschamste Diener kann man nur empfehlen. Gschamste Diener, du kannst rund um die Uhr dir was bestellen. Bis zum Pfeffersteak, vom Gulasch bis zum Toast. Dazu ein gutes Trummerpilz, drum Mahlzeit und ein Prost. Das Gschamste Diener kann man nur empfehlen. Gschamste Diener, du kannst drum.